Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich möchte euch recht herzlich begrüßen zu unserer Auftaktveranstaltung zum Modellprojekt Smart City Bad Belzig und Wiesenburg. Möchte mich zunächst bedanken bei beim Smart Village e.V. für die Bereitstellung der technischen Infrastruktur für unser Zoom-Meeting heute. Herzlichen Dank an Gerrit und Nede. Herzlichen Dank auch an Studio Wiesenburg, unsere Veranstaltung heute aufzeichnen und uns hinterher auch als YouTube-Videos eben zur Verfügung stellen. Na, ich wünsche uns eine super Veranstaltung, einen gelungenen Auftakt und freue mich auf den ganzen Input des heutigen Tages. Danke, Frank. Ja, herzlich willkommen auch von mir und im Namen des Smart Village, also auch im Namen von meinem Kollegen Gerrit Vandoorne. Ja, ich glaube, das war soweit und dann wünsche ich auch nochmal viel Spaß und vor allem eine ja, inspirierende und informative Veranstaltung und ich gebe zurück an Frank. Meine Wenigkeit, Frank, oder? Was sagt das Protokoll? Das Protokoll sagt, ich darf jetzt alle recht herzlich begrüßen. Das tue ich natürlich sehr gern. Und ich fand es auch gerade so sehr sympathisch, dass wir vielleicht es auch schaffen oder auch gemeinsam wollen in so einer Art Du-Kultur. Also die meisten, mit denen ich hier, die ich hier so gerade sehe, die kenne ich eh schon länger. Bei den Sportfreunden ist es immer so. Die sind gleich in der Du-Kultur. Aber das ist jedem selbst überlassen. Also nochmal herzlich willkommen zu unserer Auftaktveranstaltung. Vor 12 Monaten haben wir gemeinsam mit Wiesenburg, Marc, diesen Antrag gestellt. Mit einem großen Fragezeichen natürlich dahinter. Ja, wird's, wird's nicht. Wir wissen, wir haben jetzt schon eine ganze Weile, eine ganze Wegstrecke hinter uns in verschiedensten Digitalprojekten. Und ich glaube, Smart City Projekt ist jetzt so eine Art Krone, vom Volumen alle Male und von der Größe her natürlich auch, um die Digitalisierung im ländlichen Raum. Es klingt immer so komisch erstmal. Und smarte Landregionen und smarte Städte und so. Aber letztendlich glaube ich, kann man es gut runterbrechen, dass man sagt, dass wir wollen uns einfach mit digitalen Hilfsmitteln das Landleben ein bisschen schöner machen. Und ich glaube, ansonsten machen wir das sowieso schon und jetzt haben wir halt noch zusätzliche Instrumente und das finde ich sehr spannend für uns hier draußen in der Region. Und der Weg, der mal mit Coconut begonnen hat, hier draußen für Bad Belzig jedenfalls, den genieße ich sehr als Bürgermeister und auch die ganzen Akteure, die sich denn da so Stück für Stück mit einfinden. Also die nächsten 7 Jahre, denke ich, sind wir ganz gut beschäftigt mit diesem Projekt. Wir haben noch andere Projekte als Stadt Bad Belzig sowieso noch auf dem Schirm, auch was Verwaltungsleistungen angeht. Wie kann man die digitalisieren? Es wird ein spannender Prozess und ich möchte an der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön aussprechen an Neuland 21, also Silvia Hennig und Frank Friedrich hier bei uns. Die haben ja diesen Projektantrag geschrieben und auch wenn im politischen Raum manchmal denn so die Diskussion aufkam. Also wir hatten es bei uns ganz konkret. Ja, so einen schlechten Antrag hatte ich noch nie gesehen. Und ne. Das zeigt letztendlich, dass wir in diesem Bereich unterwegs sind mit neuen Formaten, und neuen Inhalten. Und das wird nicht immer gleich draußen so verstanden. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, auch etwas Geduld in der Transformation zu unseren Bürgern. Aber das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Prozess, den wir dennoch angehen sollen. Also nochmal herzlich willkommen hier in dieser ersten Runde, in dem ersten Aufschlag. Und ich denke, wir werden noch mehrere Meetings in den nächsten Jahren haben, vielleicht auch wieder mehr im analogen Präsenzbereich. Und damit übergebe ich an meinen Kollegen, wo ist er, Marco? Hallo, auch von uns herzlich willkommen hier aus Wiesenburg. Ja, Frau Eitzer ist auch mit dabei, denn wir teilen uns ja bis jetzt diese Aufgabe Smart City, Smart Village. Und ich habe jetzt hier auch mal die Zuwendungsbescheide dabei. Ich weiß, wir kommen ja noch zum Kosten- und Finanzierungsplan, aber es ist natürlich, wie Roland schon meinte, unheimlich toll, welche Mittel zur Verfügung stehen. Allein für die Strategiephase für die Gemeinde Wiesenburg-Mark sind das 250.000 Euro und für die Umsetzungsphase dann nochmal 1.250.000, also in Gänze 1,5 Millionen Euro. Das ist super und das für 7 Jahre.
Und ich wollte jetzt zumindest einen kleinen Ausblick oder eine Erwartungshaltung geben, was ich mir vorstellen kann. Wie gesagt, die Strategiephase steht ja noch vor uns. Aber wir haben ja auch, wenn wir in den Haushalt der Gemeinde gucken, Schwerpunktthemen wie zum Beispiel das Thema Bauen, Bauland. Und da haben wir auch immer den, naja, Streit würde ich nicht sagen, aber die Auseinandersetzung mit der Landesplanung wegen Zersiedlung, wegen Baukultur. Ich denke, dass wir auch als Smart City, Smart Village dort was machen können. Beispielsweise arbeitet gerade ja die AG Historische Dorfkerne eine App, mit der man Überbauung historisch darstellen kann. Also Häuser, die zu DDR-Zeiten, historische Häuser, die in DDR-Zeiten sozusagen, ich sage jetzt mal, verschandelt wurden, wie sie dann wieder besser gemacht werden können. Und die kann dann jeder Bürger nutzen, diese App. Also so etwas wird es geben. Wir haben jetzt viele Investitionen im Bereich Tourismus. Wir investieren gerade auch als Gemeinde sehr viel, um hier die Tourismusinformation zu digitalisieren, zusammen mit dem Tourismusverein neue Wege zu beschreiten. Da kann ich mir vorstellen, dass wir in der Strategiephase überlegen, was können wir dort noch anbieten. Wir haben ja auch den Tourismusverband heute da. Und ein anderes großes Thema ist das Thema natürlich Arbeiten. Wir haben die Drahtzieherei, da überlegt man natürlich ein Gewerbegebiet. Wir geben da ja sehr viel Geld aus, ungefähr 5 Millionen Euro. Ist das noch zeitgemäß? Gibt es ein Gewerbegebiet 2.0? Also auch das ist sehr interessant für die Strategiephase und natürlich das Thema Verwaltungsmodernisierung. Wir hatten ja jetzt diesen 5G-Abend, ja, ein hybrides Format. Wir haben jetzt den Videokanal, den ich mache, und ich stelle mir vor, dass wir auch zukünftig unsere Ausschusssitzungen digital gestalten. Das heißt, dass die Bürger nicht unbedingt zu uns kommen müssen hier. Wir sind ja eine große Flächengemeinde, sondern sich zuschalten können in die Sitzung und per Chat zum Beispiel auch Fragen stellen können. Also so stelle ich mir vor, dass wir in der Strategiephase da rangehen werden. Freue mich total drauf und habe auch gesehen, dass heute, glaube ich, die Hälfte der Gemeindevertretung da ist. Das freut mich insbesondere, weil das Thema ja noch erstmal an unsere Bevölkerung herangetragen werden muss. In den nächsten 2 Jahren gilt es ja, dass wir uns erstmal auf den Weg machen, und deswegen finde ich diese Teilnahme super. Ja, also ich wünsche uns da viel Erfolg, dass wir tatsächlich auch aus dem Experimentieren zu wichtigen Projekten kommen, die dann auch dauerhaft womöglich verbleiben. Ja, Marco, vielen Dank. Marco Beckendorf. Ja, vielleicht noch mal ein Wort zu der Teilnehmerrunde. Sie sehen, es ist also ein sehr breiter Teilnehmerkreis heute. Ich freue mich auch, dass wir neben unseren assoziierten Projektpartnern, neben den Begleitern aus der Anfangszeit der Antragstellung auch diverse Gemeinde- und Vertreter und Stadtverordnete aus Bad Belzig und Wiesenburg mit in der Runde haben, weil nur im Zusammenwirken zwischen Kommunalpolitik, kommunalen Verwaltungen und den örtlichen Leistungsträgern werden wir unser Projekt voranbringen können. Insofern ist diese gemeinsame Teilnahme hieran sicherlich auch ein Signal, Schulterschluss für gemeinsame Aktivitäten. Und um noch einen kleinen besseren Einstieg zu kriegen in unser Projekt, wie fängt das eigentlich alles an, würde ich mich freuen, wenn Janosch Dietrich, der Gründer vom Coconut in Klein-Glien, nochmal ein paar Worte sagt zu dem Ursprung unserer Aktivitäten, die nicht mehr in Silicon Valley oder in Digital Hubs und Labs in Berlin und Metropolen stattfinden, sondern hier direkt bei uns in Klein-Glien. Ja, vielen Dank. Genau, ich sollte einen Überblick geben über, wo kommen wir eigentlich her, und dann sprechen wir nachher, wo gehen wir eigentlich hin. Genau, das ist gar keine so einfache Aufgabe, wie mir dann aufgefallen ist. Ich würde mal meinen Bildschirm teilen. Genau, und einfach mal anfangen. Also es war einmal vor ungefähr einem halben Jahrzehnt, da haben sich ein paar Gründer, Gründerinnen aus Brandenburg, aus Berlin, aus anderen Teilen der Welt überlegt, dass sie das Gefühl eint, dass eigentlich der ländliche Raum diesen Stallgeruch der Provinzialität abgestreift hat, dass man da eigentlich was Neues machen kann. Früher war der Marktplatz in der Stadt, hier wurden Geschäfte gemacht, hier wurden Informationen ausgetauscht, hier traf man sich
Heute ist dieser Marktplatz ganz stark irgendwie ins Netz gewandert, dank moderner Informations- und Kommunikationstechnologien. Ist das Land sozusagen nicht mehr Provinz, sondern voll dabei. Und das Land kann daher auch Innovationstreiber sein. Wir kamen aus der urbanen Coworking-Szene und haben uns gesagt, okay, das ist ein super Konzept, das muss auch auf den ländlichen Raum übertragbar sein, weil wir gedacht haben, dass wenn man was auf dem Land machen möchte oder wir was dort machen möchten, dass Arbeit der zentrale Punkt ist, weil viele Menschen möchten gerne auf dem Land leben, aber die Arbeitsplätze sind oft in der Stadt und deshalb entscheiden sie sich, irgendwie in die Stadt zu ziehen oder vielleicht ins Umland zu ziehen, obwohl sie eigentlich das Bedürfnis haben, auf dem Land zu leben, weil das natürlich ganz andere Qualitäten hat als die Stadt. Und dann haben wir gedacht, okay, dafür braucht man neue Orte, Zukunftsorte, die sozusagen flexible Arbeitsmöglichkeiten anbieten und haben dann im im Gutshof Glien in Klein-Glien, genau zwischen Wiesenburg und Bad Belzig, das soziale Unternehmen Coconut gegründet. Ein Ort zum Arbeiten, zum konzentriert sein, zum Landleben auf Zeit. Haben da viel Unterstützung bekommen durch die WFBB und durch andere Entscheidungsträger auf Brandenburg-Ebene. Wir haben lange gesucht nach diesem Ort und sind dann auf einigen Umwegen im Hohen Fleming gelandet. Wie schon gesagt, genau 5 Kilometer von beiden größeren Gemeinden entfernt. Uns hat überzeugt, dass es außerhalb des Speckgürtels ist. Wir wollten wirklich das offene Land haben. Uns hat überzeugt, dass die Menschen, wir die von Anfang an als sehr offen erlebt haben, offen für Neues, dass die Landschaft toll ist, dass es eine bunte Szene an Initiativen und engagierten Menschen hier gibt, sowohl in analogen als auch in digitalen Projekten. Und wir haben uns mit offenen Armen empfangen gefühlt, hier im Dorf, von den Gemeindevertretern in Brandenburg überhaupt. Und wichtig war uns, dass wir hier nicht als UFO landen, sondern dass wir mit unserer Nachbarschaft uns vernetzen, dass unser Unternehmen wächst und mit uns sozusagen die Region sich weiterentwickelt. Das hat dann super funktioniert. Wir waren relativ erfolgreich mit unserem Konzept. Irgendwie nicht nur die Matz, sondern auch die New York Times hat über uns geschrieben. Und genau, es war ein super Start in 2017. Dann haben wir uns hier so etabliert. Irgendwie da haben wir gemerkt, ja, alles ist ja auch nicht perfekt. Es war schön hier, aber irgendwie... Man kommt ganz schlecht an Informationen ran. Also die Matz ist eine gute Zeitung, aber es ist halt nur eine Zeitung, die da ist. Was passiert eigentlich in der Nachbarschaft? Der lokale Transport, der war irgendwie, obwohl der super ist, also Regiobus ist ein super Unternehmen, aber natürlich ist man in Berlin irgendwie die Vielzahl an Anbietern gewöhnt. Es gab kaum flexible Wohnräume und so weiter. Und irgendwie hat uns das nicht mehr gereicht, nur Arbeitsplätze für Computeranbieter anzubieten. Und außerdem gab es total viele spannende Initiativen und Menschen, wie zum Beispiel hier, das sind unsere Nachbarn in Klein-Glien, Dieter und Diana, die haben als Hobby 3D-Druck, ja, würde man nicht denken. Ja. Also diese ganzen Menschen wollten wir gerne irgendwie zusammenbringen und was gemeinsam machen. Und dann kam der Aufruf von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg für ein Smart Village, ein Projekt. Wiesenburg und Bad Belzig waren gleich dabei, da war keine große Überzeugungsarbeit zu leisten. Und dann haben wir diesen Antrag geschrieben und haben uns gegen 10 Kommunen in Brandenburg durchgesetzt. Und ja, dann waren wir Smart Village und dann kam die große Identitätssuche. Was ist denn das eigentlich und wer sind wir und wer bezahlt das alles? So. Aber es war irgendwie der Name da und man hat irgendwie was ins Rollen gebracht. Dann haben wir sozusagen weitergemacht und in 2019 haben wir den Verein gegründet, Smart Village e.V. mit tollen Akteuren wie dem Naturpark, Studio Wiesenburg, der Matz, mit einer Kooperation mit dem Kreativnetzwerk Fleming Schmiede.
Und dann hat die Staatskanzlei Brandenburg die App finanziert, die Bad Belzig-App. Die wurde dann gleich 2000 Mal runtergeladen. Das war ein super Erfolg. Man hatte, plötzlich hat es sich konkretisiert. Es wurden ganz viele neue Projekte gegründet in 2019, wie die Fleminger Kreativsause, das Medienkompetenzprojekt Wirzulande, der Medienstammtisch, die Videokanäle vom Studio Wiesenburg. Bestehende Initiativen wurden wieder aufgegriffen, wie die Fleming Aktivkonferenz, das Bürgerjournalismusprojekt Online-Zeitung, Fleming 365 wurde neu aufgerollt. Wir haben den Smart Village Hof beim Altstadtsommer in Bad Belzig bespielt. Große Entwicklungsprojekte in Wiesenburg wurden gestartet mit der Drahtzieherei und so weiter. Irgendwie wurde die Region plötzlich, man merkte, es wurde ein Begriff außerhalb dieser Region. Es wollten immer mehr Menschen in die Region ziehen. Es gab irgendwie, wurde mit Landwirt ein Ansiedlungsprogramm gegründet. Neuland Hoher Fleming, ein zweites Programm, was Menschen bei der Ansiedlung unterstützt. Kohdorf hat sich entschieden, hier in die Region zu kommen. Und eine weitere Entwicklung in 2019 war, dass da schon die Übertragung anfing von den Dingen, die wir hier gemacht haben, auf andere Regionen. Es wurde das Netzwerk Zukunftsorte gegründet, um andere Initiativen in Brandenburg dabei zu unterstützen, solche Orte zu gründen. Die WFBB hat das Smart Country Brandenburg vorgestellt. Genau, das war in 2019. Dann in 2020, Corona-Jahr, hat es sich irgendwie, würde ich kurz, also um das, es ist schwer sozusagen, das zusammenzufassen, aber ich glaube, was da passiert ist, ist, dass wir immer interessanter wurden für Firmenansiedlung, dass es eine Vielzahl neuer Projekte gab und dass irgendwie die Dinge von hier in andere Gebiete übertragen wurden. So hat zum Beispiel sich Alles auf Offen wurde gegründet als Bürgerbeteiligungsprojekt mit Coda-Dojos und verschiedenen Arbeitsbereichen, Heimat Office hat angefangen, das Thema Remote Work zu untersuchen in der Region, was natürlich gerade in Corona-Zeit ein Riesenthema ist. Ein Ride-Pooling-Projekt wurde gegründet. Und irgendwie war dieses Thema ländliche Entwicklung plötzlich überall. Es gab ein riesiges Thema. Irgendwie das Leibniz-Institut hat Studien gemacht, Fraunhofer-Institut, die Bertelsmann-Stiftung. Irgendwie sämtliche Magazine schreiben über die neue Landsehnsucht. Alle wollen raus und keine Ahnung. Und wir waren da irgendwie mittendrin und hatten was vorzuzeigen. Die Smart Village App, die ist mittlerweile, wird die auf 10 Gemeinden übertragen, soll um Verwaltungsdienstleistungen erweitert werden. Wir von Coconut merken einen totalen Zuzug an Unternehmen, also Unternehmen, die aus Berlin oder aus anderen Orten in den Fleming umsiedeln oder Unternehmen, die hier gegründet werden. Und Smart Village e.V. Bekommt dank einer GRW-Förderung eine bezahlte Projektleitung, was natürlich der Professionalisierung der Arbeit dank der guten Projektleiter auch einen riesen Schub geleistet hat. Insgesamt alle Lust auf mehr, dann der schon erwähnte Antrag, erfolgreich für Smart City beim BMI beworben, außerdem der Landkreis Smarte Landregion bei BMEL einen Antrag geschrieben. Ja, und da stehen wir jetzt. Voller Tatendrang, mit einer ungewissen Zukunft vor uns. Und das ist das Ende des Märchens bisher. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann wird alles bunt und digital. Herzlichen Dank an Janosch für diesen Rückblick. Gerne. Ich glaube, wer die Entwicklung vom Coconut verfolgt hat, das ist halt nicht nur so etwas für ein paar digitale Nerds und Großstadtspinner, sondern es hat sich echt etabliert hier bei uns in der Region, was Janosch nur so beiläufig erwähnt hat. Inzwischen sind, ich glaube, 15 wirtschaftliche Betriebe oder Vereine und Institutionen im Coconut ansässig. Das heißt, es ist also real, dass wir nicht nur für unsere Bevölkerung ein lebenswerter Ort sind, sondern auch Anziehungspunkt für Digitalarbeiter aus dem großstädtischen Raum sein können. Und dafür ist Coconut sicher ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und unser Ziel wird es jetzt also sein, dieses Pflänzchen zum Blühen zu bringen, auf das es sich ausbreiten und aussehen möge und an vielen Orten in unserer Region Fuß fassen kann. Ja, so.
So, dann würde ich, so ihr, Sie und ihr alle einverstanden seid, fortfahren und teile jetzt mit euch, so hoffe ich, die nächsten Folien. Ja, und möchte ich so ein bisschen Überblick geben zum Modellprojekt Smart City Bad Belzig in Wiesenburg, wo wir bis jetzt angekommen sind. Und die erste Frage, die sich in den ganzen Zusammenhang immer für alle stellt und die für alle anderen Projekte in der Bundesrepublik das gleiche Problem darstellt. Smart City, was ist das eigentlich? Sie wissen vielleicht nicht, Bad Belzig in Wiesenburg ist nicht das einzige Projekt. In zwei Staffeln sind bisher 45 Modellprojekte durch das BMI gefördert worden, von denen wir eines sind. Und im Austausch mit den Kollegen stellt sich fast überall die gleiche Frage. Ist eine Begriffsdefinition. Was verbirgt sich eigentlich hinter Smart City? Sowas hier? Möglich. Autonomes Fahren, Drohnen, die Pakete nach Hause liefern oder vielleicht der Roboter, der in den Pflegediensten mithilft. Alles ist möglich, aber das ist nicht unser vordergründiges Ziel. Unser vordergründiges Ziel ist ein ganzheitlicher Ansatz. Smart im Sinne der Definition, wie wir ihn für unser Projekt ansehen wollen, ist ein Konzept der gesamtheitlichen, ganzheitlichen Entwicklung in unseren Orten, die sich an den Projekten der Städtebauentwicklung orientieren, an den Handlungsfeldern der Stadtentwicklung. Wir wollen also in Bezug auf die Themen des gesamtstädtischen Lebens orientiert überprüfen, inwiefern sich mit Mitteln der Digitalisierung Lösungsansätze finden lassen, um diese Entwicklungsrichtung des ländlichen Lebens zu unterstützen. Und dabei heißt Smart eben effiziente, technologisch fortschrittliche, grüne, sozial inklusive Lösungen zu finden und die beinhalten technische, wirtschaftliche und gesellschaftlich innovative Lösungen. Und das ganze Bild, der ganze Ansatz lässt sich sehr gut in diesem vom Kokonat und Janosch entwickelten Bild der Waben zusammentragen. Viele einzelne Puzzleteile, die unser Leben hier ausmachen, fügen sich zusammen und sollen an einer ganzheitlichen Strategie da entwickelt werden, dass sich die Lebensqualität für uns hier auf dem Lande verbessern lässt, dass unsere Nachteile, unsere strukturellen Nachteile, geringe Besiedlungsdichte, große Entfernung eventuell ausgeglichen werden können und wir gleichzeitig also noch eine Anziehungskraft entwickeln für Leute aus Großstädten, die ihren Lebenssitz verändern und verlagern wollen, vielleicht eher aufs Land ziehen wollen. Wo wir heute in Bad Belzig und Wiesenburg stehen, das hat der Janosch in seinem Vortrag schon einmal geschildert. Hier ist so ein bisschen der Zahlenstahl noch einmal dargestellt. Es ist eine unglaublich dichte Entwicklung, die in den letzten Jahren stattgefunden hat. Sie sehen eine Zuschlagsentscheidung nach den anderen. Wir haben uns vielfach bemüht. Zu der App-Entwicklung hatte Janosch ein paar Worte gesagt. In der Zwischenzeit ist die Frankfurt-Oder-App an den Start gegangen in der vergangenen Woche. Laden Sie sich auch die App gerne mal herunter, nur mal so zum Schnüffeln und Schnuppern und Anschauen. Auch dort gab es innerhalb der ersten Woche schon 3.500 Downloads. Also es ist offensichtlich ein Projekt, das wir in interkommunaler Zusammenarbeit eben weiterpflegen wollen, das sehr erfolgreich ist. In den nächsten 2 Monaten sollten die anderen 8 Kommunen hoffentlich auch noch an den Start gehen und damit dieses Projekt wirklich in Brandenburg als eine kleine Erfolgsgeschichte ausbreiten. Unsere Ausgangslage und Zielstellung. Zur Ausgangslage gibt es nicht viel zu sagen. Sie kennen es alles. Wir sind eine ländlich-kundliche Region. Wir sind aber auch attraktiv, weil wir in der Naturparkregion liegen, sind also als Wohnort, als touristischer, als Kurort attraktiv. Unsere Einwohnerzahlen sind entgegen den ursprünglichen Prognosen relativ stabil. Wir haben den demografischen Wandel, der sich hier auf jeden Fall vollzieht. Eine alternde Bevölkerung, aber wir haben auch Zuzug. Wir sind eine sehr dünne Wirtschaftsstruktur, haben innovative Impulse, wie zum Beispiel im Kokonat. Die Mobilität bei uns auf dem Land ist schwierig. Die Abhängigkeit vom Auto ist immer noch sehr groß.
Wir bemühen uns in den Verwaltungen, digitaler zu werden, unsere Leistungen also auch online anzubieten. In der Kommunalwirtschaft ist das eher noch weniger der Fall. Und wir haben eine aktive und engagierte Zivilgesellschaft. Was sind unsere Zielstellungen? Natürlich, Ziel aller Maßnahmen ist es, die Lebensqualität hier in unserer Region nachhaltig zu entwickeln. Wir wollen behutsam und nachhaltig wachsen. Wir wollen unsere Verwaltungen und Kommunalwirtschaftsbetriebe partizipativ gestalten. Wir wollen sie wirtschaftlicher gestalten, digitales Arbeiten ermöglichen und Wirtschaft in diesem Hinsicht fördern, die Mobilität digitaler, multimodaler machen. Und letztendlich muss es uns gelingen, dass wir die Zivilgesellschaft und unsere lokalen Akteure und Leistungsträger in den ganzen Prozess mit einbinden. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Das haben wir in den letzten Projekten, zum Beispiel im Open Government Labor, gelernt. Unsere Aufgabe muss es sein, die Projekte, die wir hier anstoßen, so in der lokalen Bevölkerung zu verankern, dass wir eine breite Akzeptanz dafür finden und dass wir Akteure zur Mitgestaltung finden. Es wird nicht reichen, diese Projekte nur mit externen Akteuren und Fachleuten in Gang zu setzen. Die Verstetigung und der dauerhafte Prozess wird uns nur gelingen, wenn wir also im eigenen Ort Leistungsträger und Personen finden, die an dem ganzen Prozess und Projekt mit uns weiterarbeiten wollen. Wir haben Themenschwerpunkte bei der Antragstellung erarbeitet, in denen wir unser Projekt angesiedelt sehen wollen oder angesiedelt betrachten. Das ist zum einen natürlich das Thema Verwaltung und Daten. Das ist der Bereich des Wohnens und der Kommunalwirtschaft. Arbeiten, modernes Arbeiten und Wirtschaften wird ein Themenfeld sein. Mobilität und Umwelt, digitale Bildung, Gesundheit und Tourismus sowie Nahversorgung und regionale Wirtschaft. All diese Themenfelder beabsichtigen wir eine Digitalisierungsstrategie zu entwickeln in den nächsten 2 Jahren. Diese Themenfelder sind nicht abschließend gewählt, sie sind offen. Das heißt, wenn wir in unserem Prozess herausfinden, dass wir bestimmte Themenfelder hier gar nicht betrachtet haben und erfasst haben, steht es uns frei, sie dahingehend zu entwickeln und zu erweitern und zusätzlich mit aufzunehmen und sie später im Prozess dann auch mit investiven Maßnahmen umzusetzen, um den Prozess dann sozusagen auch sichtbar und nutzbar zu machen. So, wer sind die Projektbeteiligten? Ich hoffe, die allermeisten sind hier heute mit in der Runde. Wir haben sie im Vorfeld der Antragstellung, die bekanntermaßen sehr kurz und knapp bemessen waren. Der Aufruf des BMI war im vergangenen Jahr im Februar. Wir hatten dann nur den März, April Zeit für die Antragsbearbeitung und Rücksprache mit allen Partnern. Aber die hier auf der Liste stehen, sind mit dabei. Natürlich die beiden Gemeinden, die Stadtwerke in Bad Belzig, die Belziger Wohnungsgesellschaft, die Bad Belzig Kur GmbH, das Klinikum Ernst von Bergmann in Bad Belzig, die Reha-Klinik Hoher Fleming des Oberlin-Krankenhauses, die Regiobus GmbH, der Smart Village e.V., Coconut, nicht zu vergessen Neuland 21, die Digitalagentur Brandenburg als Dienstleister des Landes Brandenburg für die Kommunen im Bereich der digitale Entwicklung, die Wirtschaftsförderung Berlin-Brandenburg und der Landkreis Potsdam-Mittelmark. Aber die Liste ist dabei natürlich nicht zu Ende. Wir haben hier weitere Akteure im lokalen Bereich bereits festgestellt oder ja, zusammengetragen, die zukünftig Partner hier in unserem Projekt sein können. Das sind natürlich die weiteren Kommunen im Mittelbereich, Brück, Niemeck, Treuen-Brietzen, der Abfallwirtschaftsbetrieb Potsdam-Mittelmark, der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg zum Beispiel,
Die Universität Potsdam, das Fraunhofer-Institut, die ESE, die FH Potsdam, mit der wir bereits intensiven Austausch pflegen, der Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg und zum Beispiel auch die Stadt Potsdam oder die Stadt Brandenburg. Mit Potsdam sind wir bereits in einem Gespräch morgen in Vorbereitung des Antrages, den Potsdam stellen will, ein Modellprojekt Smart City zu sein. Möchte Potsdam mit uns in bestimmten Arbeitsbereichen kooperieren. Soweit sind die Akteure, sag mal, hier in dieser Liste erwähnt. Ich hoffe, dass wir eine sehr, sehr gute und intensive Arbeitsebene zueinander bekommen. Auch diese Liste ist natürlich überhaupt nicht abschließend, sofern es von Ihnen noch Hinweise gibt, wer hier mit auftauchen sollte oder in welchen Bereichen wir ergänzen sollte, sind wir dafür natürlich jederzeit offen und der ganze Prozess soll als stetig verstanden wissen. So, wir haben im Antragsverfahren auch ein Verwaltungsmodell, ein Bearbeitungsmodell erarbeitet, mit dem wir in das Projekt gegangen sind. Ich möchte Ihnen das nur einmal kurz bildlich vorstellen. In den verschiedenen Ebenen Arbeitsgruppen zu den jeweiligen Themenfeldern, die wir gerade dargestellt haben, einen darüber liegenden Koordinierungskreis, der die Ergebnisse aus den einzelnen Arbeitsgruppen bündelt, zusammenträgt und Vorschläge für die Umsetzung entwickelt und schließlich und letztendlich einen Steuerungskreis, der, der Entscheiderkreis ist, welche Maßnahmen realisiert und umgesetzt werden sollen. Das Ganze begleitet von einem intensiven Prozess der Beteiligung auch der Bürgerschaften in beiden Orten, deren Formate wir noch detailliert besprechen müssen. Sie können nicht nur digital stattfinden, das haben wir in anderen Projekten gemerkt. Wir brauchen auch den analogen Austausch und ich hoffe da natürlich wie alle sehr, dass uns die Corona-Pandemie Möglichkeiten in Bälde wieder eröffnet, dass wir uns also auch mal wieder an einem physischen Ort zusammentreffen können. Das Ganze ist hier so ein bisschen ein Modell, wie die einzelnen Ebenen der Projektbeteiligten zusammenspielen sollen, um also diesen steten Austausch auch zu gewährleisten. Dieses übrigens hat gerade bei der Fachjury, die für im Auftrag des Bundesinnenministeriums aus den eingereichten Projekten die letztendlichen Modellprojekte ausgewählt hat, so stark überzeugt, dass es in einem so kleinen Gemeindegebiet wie Bad Belzig und Wiesenburg eine so große und intensiv vernetzte Zahl von Akteuren gibt. Es ist für uns, es ist ein großer Vorteil erkannt worden und wir müssen mit diesem Vorteil, müssen wir wuchern und letztendlich auch dieses Netzwerk dann auch nutzbar für uns alle machen und unsere Inputs, sage ich mal so, daraus holen. Ja, ein Ausblick in die Strategiephase würde ich Ihnen geben. Nach einem kurzen Zwischenstep. Insofern, weil ich gerne Madeleine Pahl von der Digitalagentur Brandenburg mit ins Boot nehmen will, weil wir am Ende vergangenen Jahres uns natürlich gefragt haben, wenn wir in den Prozess der Digitalisierung einsteigen wollen für das gesamte gesellschaftliche Leben in unseren Orten. Wo stehen wir denn da eigentlich gerade? Wie ist denn jetzt so der Stand in Bezug auf die Digitalisierung hier in Bad Belzig? Und die Digitalagentur Brandenburg war so nett und freundlich, möchte ich einmal sagen, für alle Kommunen Brandenburgs, die sich im Bereich der Digitalisierung entwickeln wollen, ein Modell zu entwerfen, mit dem man den Reifegrad seiner Digitalisierung messen kann. Okay, wagen wir also einen Ausblick. Vielleicht noch einen Satz vorab. Das BMI-Förderprojekt Smart City ist kein reines Planungsförderinstrument und es ist kein reines Investitionsförderinstrument, aber es ist beides im Paket. Und wie das so immer ist, wenn sich so viele Beteiligte wie wir entschließen, zusammen ein Haus zu bauen, braucht man als erstes einen Plan, ein Projekt. Und unsere Aufgabe wird es also sein, in den nächsten 2 Jahren dieses Projekt, diesen Bauplan, diese Digitalisierungsstrategie zu erarbeiten.
Was gehört dazu? Dazu gehört natürlich, dass wir als erstes eine Bestandsaufnahme und eine Bewertung der Digitalisierung in den Handlungsfeldern, die wir uns vorgenommen haben, vornehmen. Also daraus auch gemeinsame Ziele definieren, dass wir berücksichtigen, welche soziotechnischen Entwicklungen gibt es. Also nicht alles selbst entwickeln, nicht jede Software neu programmieren lassen, jede App neu entwickeln, sondern auf dem Markt schauen, was es an Lösungen bereits gibt, die man kostengünstig hier einsetzen kann, um sie nachzunutzen. Wir müssen bestimmte Entwicklungen in den Handlungsfeldern beachten. 7 Jahre ist insgesamt eine lange Zeit. Wer von uns hätte denn gedacht, vor noch einem Jahr, wie problemlos wir hier heute mit fast 40 Leuten eine Videokonferenz machen? Heute gar kein Problem mehr. Also insofern müssen wir die Entwicklung schön beachten. Und wir müssen Maßnahmen zur Umsetzung der Digitalisierung bei uns im Ort erst einmal identifizieren und dann auch umsetzen. Dafür stehen uns in den ersten 2 Jahren insgesamt 1 Million Euro zur Verfügung. Für beide Orte gemeinsam. Von dieser 1 Million Euro haben wir 600.000 Euro gemäß unseres Projektantrages für Sach- und Personalkosten vorgesehen und 400.000 Euro für die ersten Investitionen innerhalb dieses Zeitraums der ersten 2 Jahre, also im Rahmen der Erarbeitung unserer Strategie. Von diesen 6 Millionen Euro, die uns insgesamt für den gesamten Zeitraum zur Verfügung stehen, haben wir eine 90-prozentige Förderung erhalten. Das war übrigens auch der Grund, weshalb sich unsere Auftaktphase hier so ein bisschen lang hingezogen ist. Sie erinnern sich ja vielleicht, der Bundesinnenminister hat ja schon am 9. September oder 8. oder 9. September in einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass wir eines der 32 geförderten Modellprojekte sind. Und dann gab es eine ganze Weile von uns nichts zu hören. Das lag unter anderem daran, dass wir eine 90% Förderung beantragt hatten, aber es Probleme bei der rechtlichen Anerkennung unserer haushaltswirtschaftlichen Lage gab. Bis Ende Dezember, also wirklich 2 Tage vor Weihnachten, ist es uns dann gelungen, diese Probleme gegenüber dem BMI auszuräumen. Das heißt also irgendwie zu erläutern, dass unsere wirtschaftliche Lage doch schwierig ist. Und wir unter anderen Aspekten, also 35% Eigenmittel, nicht aufbringen können. Und am 4. Januar ging dann der Zuwendungsbescheid hier bei uns im Hause und in Wiesenburg ein. Das heißt, jetzt ist es also gesichert, unsere Förderung beträgt 90%. In der Strategiephase, wie gesagt, 1 Million. Diese Zahlen sind jetzt, ja, sollen Sie nicht verwirren. Sie kriegen sie nachher, können Sie dann nochmal nachlesen. Wie hoch sind die einzelnen Anteile, die wir leisten müssen? Wie hoch sind die Anteile, die gegebenenfalls durch private Dritte, also Partner im Projekt noch kofinanzieren können? Auch in der Umsetzungsphase gilt dasselbe Verhältnis in dem Mitteleinsatz und in der Mittelverteilung und im Mittelaufbringen. Wie wollen wir das durchführen? Wir wollen eine Organisationsstruktur entwickeln, die leistungsfähig ist. Das sind wir zurzeit noch nicht. Im Moment entwickeln wir diese Dinge hier mit dem vorhandenen Personalbestand ab. Es wird so auf Dauer für dieses Projekt nicht gehen. Das heißt, wir wollen ein qualifiziertes Projektmanagement installieren. Wir wollen dieses Projektmanagement begleiten lassen durch Arbeitsgruppen. Arbeitsgruppen für jedes Themenfeld, die wir im Vorfeld hier herausgearbeitet haben. Es soll als Zwischenebene einen Koordinierungskreis geben. Dieser Koordinierungskreis soll sich natürlich aus Vertretern jeder Arbeitsgruppe besetzen, aus der Kommunalpolitik besetzen und aus den Projektpartnern, beispielsweise Wirtschaftsförderung Berlin-Brandenburg, DRBW, Landkreis Potsdam-Mittelmark. Und am Ende gibt es einen Steuerungskreis von handelnden Personen, die entscheiden sollen, welche Maßnahmen im Projekt umgesetzt werden. Und im besten Fall lassen wir uns durch Fachleute noch extern beraten, die den entsprechenden Kenntnis-Input geben können, da wo wir hier den vor Ort nicht aufbringen können. In der Strategiephase haben wir für das Projektmanagement ca. 130.000 Euro zur Verfügung. Davon, das wird ungefähr 3 Stellen ausmachen. In der Umsetzungsphase, in den Jahren 2023 bis 2027, kommen dann noch einmal 2 Stellen hinzu, sodass das Gesamtprojekt einmal mit 5 Personen in der Organisationsstruktur besetzt
sein soll. Und ich denke, das wird leistungsfähig genug sein, um das hier abwickeln zu können. Hier haben Sie nochmal die Themenfelder, die also auch Arbeitsgruppen darstellen sollen. Was wir uns von Ihnen erhoffen als Projektpartner ist, dass Sie sich in den Prozess aktiv in diese Arbeitsgruppen mit einbringen. Da, wo Ihre Themen zu sehen sind, wo Sie Ihre Kompetenzen und auch Ihre Tätigkeitsfelder sehen, dort wünschen wir uns, dass Sie Ihre Bereitschaft erklären, in den Arbeitsgruppen mitzuwirken. Es kann in jeder Form gemacht werden. Sagen Sie es uns, schreiben Sie es uns, schicken Sie es eine E-Mail, wie auch immer. Wir werden vielleicht im Nachgang auch nochmal so eine Art Abfragebrief starten, wo wir Sie bitten, entsprechend dort Ihre Angaben zu machen, dass wir in die Arbeitsphase kommen, auch die richtigen Kontaktpartner dabei haben. Es muss nicht immer der Geschäftsführer sein, es kann natürlich auch der Geschäftsführer sein. Ja, der Koordinierungskreis, der Kreis also, der diese einzelnen Ergebnisse der Arbeitsgruppen zusammentragen soll, der soll sich zusammensetzen, jeweils aus einem Mitarbeiter, einem Vertreter dieser Arbeitsgruppen, wie schon gesagt. Darüber hinaus soll der Smart Village e.V. Neuland 21 als leistungsfähiger Think and Do Tank der ländlichen Entwicklung dabei sein. Der Landkreis ist unsere Hoffnung als Partner mit dabei, die DRBB, die WFBB, gegebenenfalls weitere Partner. Und dies der Steuerungskreis, so lautet zurzeit unser Vorschlag. Die Bürgermeister natürlich, die beiden Projektmanager aus Smart City und Smart Village und jeweils zwei Gemeindevertreter aus der Gemeindevertretung Bad Belzig und Wiesenburg, die dann in einem paritätischen Prozess die Entscheidungen treffen, die zur Entwicklung und Umsetzung der Maßnahmen erforderlich sind. Der Fahrplan für die nächste Zeit. Im Moment ist in Ausschreibung befindlich die Stelle des Projektleiters, des Leiters Projektbüros Smart Village Bad Belzig und Wiesenburg. Die Ausschreibung läuft noch bis zum Ende dieser Woche. Ich gehe davon aus, dass wir interessante und spannende Bewerbungen bekommen, um dann möglichst zeitnah die Projektleitung besetzen zu können. In Folge sind zwei weitere Stellen vorgesehen, einmal für die Bearbeitung der Strategie und eine weitere Stelle für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkbildung. Unser Wunsch und Ziel wäre, all diese Stellen bis vielleicht Ende März, Ende April zu besetzen, sodass wir dann leistungsfähig die Arbeit aufnehmen können. Wo sollen die sein? Platz haben wir alles nicht. Wir haben die Absicht, ein Büro anzumieten. Unser Wunsch und unsere Vorstellung war immer, dieses Projekt auch zeigen zu können in der Öffentlichkeit, sodass man also auch einen physischen Ort mit diesem Smart City Projekt verbinden kann. Wir sind in einem guten Gespräch, was ein Ladengeschäft in der Belziger Innenstadt betrifft, wo man also auch wirklich mit einem Schaufenster zeigen und präsentieren kann. Ich hoffe, dass wir das alles in kürzester Zeit zum Abschluss kriegen und vielleicht schon im März den Mietvertrag dazu abschließen können, sodass wir also auch einen Ort haben können, wo diese Mitarbeiter aus der Projektleitung arbeiten können. Die erste Aufgabe wird sein, mit Ihnen gemeinsam, also mit allen assoziierten Projektpartnern, zu ergründen, wo stehen wir momentan im Bereich der Digitalisierung in den einzelnen Projektpartnern oder darüber hinaus in Bad Belzig eine Ist-Analyse vorzunehmen, diese dann im Prinzip zu bewerten. Das Ganze soll im Zeitraum Sommer diesen Jahres stattfinden, sodass wir im Spätsommer, Frühherbst diesen Jahres eine Rückspiegelung der Ausgangssituation mit Ihnen, mit den Projektpartnern und natürlich auch vor allem mit der Kommunalpolitik machen können, um dann im nächsten Schritt mit den Projektpartnern gemeinsam erste Ableitungen sozusagen aus dem Ist-Stand vornehmen zu können. Vielleicht gelingt es sogar, zum Ende des Jahres schon so weit zu sein, dass wir sagen können, die ersten Investitionsmaßnahmen können wir jetzt schon tätigen. Wir haben schon ein klares Bild davon, wo in welchem Bereich wir vorwärts kommen und was uns also die ersten Mehrwerte in diesem Bereich für uns alle bringen kann. Die nächste Folie nochmal teilen. Moment.
So, ich hoffe, dies ist mir jetzt besser gelungen. Seht ihr die zweite Folie? Ja. So, das wäre also für 2022. 2022 wollen wir also die ersten Ansätze der Strategieentwicklung, sofern sie uns dann gelungen sind, in den öffentlichen Diskurs mit der Kommunalpolitik, mit der Zivilgesellschaft bringen und daraus also Ansätze für einen strategischen Rahmen, für ein Leitbild, für Prinzipien und Ziele unserer Strategieentwicklung entwerfen, Frühjahr 2022. Dann wollen wir uns möglichst viel Zeit nehmen für den Dialogprozess mit der Öffentlichkeit. Also das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, Transformation in die Bevölkerung, dass es wahrgenommen wird, dass die Leute daran teilnehmen, dass sie sich mitgenommen fühlen, verstehen, was wir da machen wollen. Dazu sollten wir uns also auch viel Zeit lassen im nächsten Jahr, um dann im Herbst 2022 die Strategie zu schreiben und sie zum Ende des Jahres 2020 durch die Kommunalpolitik, heißt also durch die Gemeindevertretung in Wiesenburg und Stadtverordnetenversammlung in Bad Belzig, als Digitalstrategie für unser Projekt zu beschließen und dann in Folge ab 23 umsetzen zu können. Ja, das ist von meiner Seite jetzt mal ein Ausblick auf das, was wir uns vorgestellt haben, so wie wir es bisher, sag mal jetzt aus unserem hier internen beteiligten Kreis überlegt haben, der sich aus den Leuten vom Smart Village e.V., aus der Gemeinde Wiesenburg und hier aus der Stadtverwaltung zusammensetzte. Das ist unser Fahrplan, das sind unsere Absichten. Jetzt haben wir sie richtig, richtig befrachtet mit Infos. Ja, und jetzt bin ich neugierig, gespannt, interessiert für Ihre Anregungen, Bemerkungen, Hinweise und natürlich auch Kritik. Vielen Dank. Ja, jetzt haben wir noch mal von Herrn Hennig eine Wortmeldung. Möchten Sie es per Mikro sozusagen laut sagen oder soll ich es vorlesen? Nee, Sie können es auch vorlesen. Alles klar. Ich möchte dann gern zum Handlungsfeld Mobilität einen kurzen Bericht zu einem Projektansatz geben, den Regiobus gemeinsam mit dem Unternehmen Zukunft Mobility vorbereitet, den wir gern mit dem Projekt verzahnen. Okay, also auch hier den Wunsch nach einer Projektvorstellung. Ja, Herr Henning, möchten Sie direkt loslegen? Ja, würde ich gern machen. Wir sind mit dem Unternehmen Zukunft Mobility, das ist eine Gesellschaft von ZF, seit einiger Zeit in Kontakt. Wir haben Kontakt zu ZF nicht, weil sie den großen Betrieb in Brandenburg haben, sondern weil ein Großteil unserer wichtigen Komponenten, unserer Fahrzeuge, nämlich die Getriebe und die Achsen von diesem Hersteller sind und wir da seit Jahren gute Kooperationen und Verbindungen haben. Und die sind an uns herangetreten und haben berichtet von ihrer sozusagen Tochtergesellschaft. Und wir haben mal gemeinsam vier Teilprojekte im Raum Potsdam-Mittelmark untersucht. Unser Landkreis Potsdam-Mittelmark, sprich also unser ÖPNV-Aufgabenträger, ist darüber natürlich informiert. Wir haben untersucht die Anbindung des Europarks Dreilinden-Kleinmachnow an den S-Bahn-Standort in Wannsee. Wir haben die Anbindung Bad Belzig-Reha-Klinik untersucht, insbesondere die Schwierigkeiten, auch den Parkplatz anzudienen und so weiter und so fort. Wir haben untersucht, ob wir unsere Elektrobuslinie auf der Insel im Werder Havel dort einbeziehen können. Und jetzt komme ich natürlich vom Spannungsbogen her als letztes zu Wiesenburg. Dort geht es um eine Verbindung des Ortszentrums zum Bahnhof Wiesenburg, der ja bekanntermaßen in einer etwas ungünstigen Randlage liegt. Und ZF ist an der Stelle nicht bloß vom technischen Know-how, was sozusagen die Hardware betrifft, sprich Fahrzeuge, sondern auch vom Steuerungs-Know-how offensichtlich sehr, sehr weit, hat bereits laufende Projekte in den Niederlanden dazu. Und ich habe also den Kollegen von ZF berichtet, wir hatten gestern da eine Videokonferenz, dass wir heute zusammensitzen. Und aus der Gesamtuntersuchung ist, ja, so vielleicht nicht ganz überraschend, aber von den Rahmenbedingungen hat eigentlich die Teiluntersuchung Wiesenburg das Rennen gemacht.
Und ich bin also gebeten worden, von ZF das heute kurz anzudeuten. Und die Kollegen da aus Friedrichshafen, beziehungsweise die Berliner Kollegen, sind auch ganz stark involviert, wären sehr daran interessiert, in einer Verzahnung mit dem Projekt oder das mit in das Projekt einzubringen unter der Überschrift Mobilität, hier einen bis hin zum autonomen Shuttle, den sie bereits haben, der bereits fährt, der natürlich auf unsere Bedingungen angepasst werden müsste, dann sozusagen vielleicht im Rahmen dieses Projektes diesen autonomen Shuttle zwischen dem Bahnhof Wiesenburg und dem Ortszentrum von Wiesenburg vorzubereiten und umzusetzen, erscheint uns als hochinteressant, weil, wie gesagt, eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen, die wir jetzt schon auf der technischen und technologischen Art den ZF-Kollegen zugearbeitet haben, von denen als sehr, sehr positiv bewertet worden ist. Und wir wiederum haben den Eindruck gewonnen, dass die ZF-Leute an der Stelle wirklich sehr weit sind. Deswegen auch von meiner Nachfrage zu der digitalen Infrastruktur, weil das wird allen klar sein, sowas läuft nur, wenn dann mein Einsatzleiter hier in Bad Belzig auf dem Schirm die Kiste sieht, auf Deutsch gesagt, und jederzeit reagieren kann. Also da kann man nie nach 20 Minuten warten, ob man den dann am Bahnhof entdecken oder nicht. Also das ist deswegen so ein bisschen der Hintergrund. Ich sage es ganz offen, mir persönlich erscheint das als sehr, sehr aussichtsreich, weil die ZF-Menschen da, bevor sie sozusagen an die Öffentlichkeit getreten sind, im Gegensatz zu manch anderen, offensichtlich sehr gut ihre Hausaufgaben gemacht haben und in der Realisierungschance, in dem Zeitraum, den wir jetzt hier betrachten, offensichtlich so gut aufgestellt sind, dass wir wirklich davon ausgehen könnten, das Ding kann in 2, 3 Jahren echt laufen. Soweit. Ja, herzlichen Dank. Auf jeden Fall klingt das nach einem spannenden Potenzial und ja auch super, wenn Sie dann direkt den Kontakt herstellen können. Vielleicht hat ja ZF dann auch Interesse, bei der Arbeitsgruppe teilzunehmen. Aber das ja, sieht man dann. Frank, möchtest du dazu noch was sagen? Eigentlich nicht. Also ich habe mir dieses Projekt schon mal vorgestellt. Ich finde es total spannend. Natürlich hängt es starke Maße zusammen mit der digitalen Infrastruktur. Ist überhaupt keine Frage. Da stellt sich gleich wieder so eine Frage nach LoRaWAN-Netzen. Ne? Also ich habe hier einen Everleck auch in der Runde gesehen. Mit ihm haben wir auch schon drüber gesprochen. Sind die Stadtwerke eigentlich Partner für den Aufbau eines LoRaWAN-Netzes, um genau so etwas auch zu ermöglichen? Also wir sind hier in einem total spannenden, interessanten Spielfeld der verschiedensten Möglichkeiten. Es wird ja, das macht es ja eben gerade aus. Unsere Breite, wie wir hier teilen und aufgestellt sind, bietet unendlich viele Möglichkeiten. Die Frage ist, ob die hier anwendbar sind im ländlichen Raum. Ne? Welche Voraussetzungen müssen dafür da sein und geschaffen sein? Können wir sie finanzieren und gibt es eine Nachhaltigkeit für die Projekte? Das werden wir gemeinsam zusammentragen und ermitteln. Und ich glaube, da gibt es noch total viele spannende Projekte, von denen Herr Hennig hier eins vorgestellt hat. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir den Schalter jetzt öffnen würden, kämen die anderen wahrscheinlich auch noch mit schönen Ideen, aber die wollen wir alle sammeln. Scheuen Sie sich nicht, einfach das Projekt als solches zu benennen, uns zuzuschicken. Im Moment läuft alles über die Kontaktdaten vom Smart Village e.V., bis das Projekt Smart City sich selbstständig gemacht hat. Schicken Sie gern alles über die entsprechenden Kontakte dorthin. Es landet an der richtigen Stelle. Das können wir Ihnen jetzt schon mal zusichern. Ne? Gerrit und Nele nicken sicherlich ganz heftig dabei. Bis wir was Eigenes aufgebaut haben, werden wir es auf diesem Weg machen. Ja. Genau, ich habe auch gerade nochmal die Website von Smart Village hier reingeschrieben in den Chat. Da kann man dann auch die Kontaktdaten finden. Und auch aus Smart Village Perspektive sind solche Themen natürlich spannend, auch unter ja, ökologischen Gesichtspunkten, was man da auch an Potenzial hat, ne? Um auch privaten Pkw-Verkehr zu reduzieren. Also fände ich spannend, ob sowas dann tatsächlich auch funktioniert im ländlichen Raum. Genau, Gerrit hat auch gerade noch mal direkt unsere Mailadressen ergänzt. Vielen Dank. Gut, Herr Bernd Lüttke, möchten Sie noch Ihre Anregungen teilen? Sie sind noch stumm geschalten gerade. Jetzt bin ich zu hören. Ja. Hallo in die Runde, vielen Dank. Also ich sag mal, angeregt durch die Vorträge ist das ein total spontaner Diskussionsbeitrag und bitte nicht auf Vollständigkeit, sondern nur,
mal um einen Input zu geben, eine Anregung zu geben. Und das zu dem Thema Gesundheit und Tourismus. Ich habe mich schon mehrfach mit Gerrit dazu auch verständigt und ich möchte hier auch nochmal in die Runde geben, dass wir uns als Projektgruppe im Haus Fleming gern anbieten wollen, um in diesem Bereich mitzuarbeiten. Und zwar zu, sage ich mal, zwei Themen oder zwei Säulen. Ausgangspunkt der Überlegung ist, ich bin ja ein Vertreter einer Branche, die es durch die Pandemie auch sehr hart getroffen hat, mithin Stichwort Lockdown. Und ich möchte wirklich in die Runde sagen, das geht echt an die Substanz. Und ich bin dankbar, dass ich jetzt persönlich einen Berliner Inhaber habe, der finanziell so stark ist, uns im Moment noch über Wasser zu halten. Und diese Projektarbeit, die ich jetzt gleich benennen möchte, auch, sage ich mal, zu gewährleisten. Wenn wir uns die Frage unserer Region und Tourismus anschauen, dann muss man sich ja fragen, welche Chance haben wir eigentlich, uns zu vermarkten? Und wir sind eindeutig nach der Analyse auch mit einem Institut in Rostock, welches im Tourismus- und Bildungsmanagement arbeitet und unsere Region auch schon kennt, darauf oder zu dem Ergebnis gekommen, Gesundheit ist eigentlich die Chance, uns als Region zu vermarkten. Ich sage mal, da sind wir ja nun nicht im Haus Fleming, sage ich mal, mit einer Idee, die völlig neu ist. Ich sage mal nur Thema Heilort, wo ja auch ein interessantes Projekt läuft. Aber wir wollen auch noch durch die persönliche Erfahrung unseres Inhabers Seminare installieren und anbieten, die die Gesundheit, sprich die klassische Medizin und die Naturheilkunde zusammenführen. Und dazu haben wir schon einige Ärzte gewonnen und auch einige Naturheilkundler. Das ist alles gar nicht so einfach, weil manchmal sind da auch Widersprüche in den Auffassungen zu Behandlungsmethoden und so. Aber ich denke, wir wollen dazu auch ein Institut für Gesundheitsprävention und Naturheilkunde gründen. Und mit diesem würde ich anbieten, reingehen zu wollen in dieses Smart Village Projekt, um die Projektarbeit dort voranzutreiben. Das ist wirklich nur alles in aller Kürze. Ich will hier auch niemanden langweilen. Das Zweite ist, durch die Projektarbeit mit dem Rostocker Institut sind wir auch darauf oder sind wir nochmal sensibilisiert worden, was kann man jetzt in unserer Region noch tun? Und da sage ich mal das Schlagwort Heilwald. Heilwald, wer sich dafür interessiert, www.kur-und-heilwald.de, www.kur-und-heilwald.de. Das ist ein Projekt oben auf Usedom, was fertig ist, wo eigentlich die Kraft des Waldes, da gibt es mehrere seriöse wissenschaftliche Untersuchungen, wo dann der Wald auch, da geht es nicht, wie wir von Beelitz kommen, sondern das ist eine ganz andere Idee. Aber ich sehe da in Richtung Graben so ein paar Möglichkeiten und würde das gern auch in diese Projektgruppe einbringen wollen, um über die Netzwerkarbeit einen Beitrag zu leisten, dass wir das Thema Gesundheit noch ein Stück weit höher heben und sag ich mal, in der Vermarktung dann auch, sag ich mal, mehr Gäste an uns binden, die bei uns in der Region Erholung suchen. Also war jetzt völlig spontan und ich hoffe, das ist trotzdem angekommen, in Überschriften zumindest, was wir wollen. Vielen Dank. Ja, auch Ihnen vielen Dank, Herr Lüttke. Also das schreit ja geradezu nach einer kooperativen Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Gesundheit und Tourismuswirtschaft. Ne? Also auf jeden Fall, wir haben ja alle Ihre Kontaktdaten, derjenigen, die heute dabei sind.
werden uns dann in Kürze bei Ihnen melden, um genau das, was ich vorhin ankündigte, die Bildung von Arbeitsgruppen zur Aufnahme der Tätigkeiten in Gang zu setzen und hoffe da auf Ihre, ja, dann auf Ihre Bereitschaft, da auch aktiv mitzuwirken. Insofern also danke. Ja, gibt es weitere Anfragen, Bemerkungen und natürlich auch Belobigungen, habe ich ja noch gar nicht gesagt. Also wenn irgendjemand den Wunsch hegt, was Nettes zu sagen, sei ja doch gern eingeladen. Also eins möchte ich noch machen, weil wir es noch gar nicht erwähnt haben heute. Den so erfolgreichen Smart City Antrag für Bad Belzig und Wiesenburg, den habe ich nicht allein gemacht, mit Silvia Hennig von 921 gemacht. Und also insofern gilt der Dank, wenn er denn hier ausgesprochen sein soll, nicht mir allein überhaupt nicht, sondern natürlich auch Silvia von 921. Und ich muss mal sagen, ich weiß, wovon ich spreche. Silvia hat momentan so den absoluten Draht, was die solche Förderprojekte betrifft. Ihr sei gedankt. Ich habe total gern mit ihr da zusammengearbeitet, auch wenn es stressig war in den letzten Tagen vor der Antragstellung, aber es war schon super. Also, und der Erfolg gibt uns ja recht. Ja, und auch die Formatgeschichten, Claudia, du hast das total richtig erkannt und gesagt. Wir sind ein Digitalisierungsprojekt, ne? Deshalb braucht es natürlich die digitalen Formate, aber du hast auch recht, wir müssen auch ins Analoge, das heißt sichtbar sein. Wir sind hier halt auf dem Land und auch und selbst in der Großstadt liebte man es, wenn Projekte irgendwo physischen Ort haben, wo man hingehen kann, was man anfassen kann, etc. Ja, bitte, gibt es weitere Anmerkungen? Ja, der Roland Leisegang. Ich wollte nur noch mal, weil du so schön gesagt hast, so noch vielleicht auch ein paar schöne Sachen. Wenn ich hier in den Bildschirm schaue, finde ich, ist es so der erste Schritt. Nochmal. So umspannen, könnt ihr mich wieder besser hören. Ich finde, das ist der erste Schritt von dieser Transformation, die ich am Anfang erwähnt habe. Ne? Ich sehe hier nicht nur Lokalpolitik oder auch Verwaltung, sondern ich sehe Akteure aus dem digitalen Bereich. Ich sehe solche wichtigen Player hier wie Regiobus oder Ernst von Bergmann Klinikum, also Wirtschaftsplayer. Ich sehe sehr gerne, nehme es sehr gerne auch wahr, dass hier Stadt- und Gemeindevertreter sind, die sind letztendlich nachher auch die Akteure, die das Thema natürlich mit nach draußen tragen. Kreistagsabgeordnete übrigens genauso. Auch der Landkreis, der jetzt auch mit seiner smarte Landregion da ist ja auch jetzt die Vergabe gewesen. Ich finde, wir haben echt coole Voraussetzungen, jetzt dieses Thema gemeinsam mit nach vorn zu bringen. Und ich bin nicht nur gespannt, was da passiert, sondern ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, weil wir haben auch den Schulterschluss zur Landesregierung durch verschiedene Player wie Digitalagentur oder wie Wirtschaftsförderung Brandenburg. Also wenn wir das Ding jetzt alle gemeinsam irgendwie gut zusammenbringen mit einem vernünftigen Fahrplan, dann sollte da am Ende der 7 Jahre wirklich was Schlaues passiert sein, was auch anderen Kommunen genauso denn zur Verfügung gestellt wird, um die ländlichen Räume halt auch ein Stück weit ein gutes Handwerkszeug an die Hand zu geben. So ähnlich wie halt jetzt mit der App, die jetzt halt in Frankfurt oder auf einmal als Basis passiert. Und darauf freue ich mich sehr und bin echt großer Hoffnung, dass uns hier das gelingt. Und wir werden jetzt als nächstes, wie Frank ja schon gesagt hat, die Projektleitung installieren. Und da sind gute Angebote im Topf und da werden wir, denke ich, was Schlaues zusammenfinden. Und ich freue mich jedenfalls auf die nächsten erstmal 2 Jahre, wie das strukturiert wird und dann werden wir auch in die Umsetzungsphase gehen. Und an die politischen Vertreter hier, Gemeinde und Stadtverordnete, die dabei sind, es wartet auf uns an der Stelle sicherlich auch aus dem politischen Raum viel Arbeit, um diesen Prozess zu begleiten, weil wir sind letztendlich als politische Vertreter natürlich auch die Übersetzer und wollen ja unsere Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Und an der Stelle, denke ich, werden wir auch noch einige Male uns außerhalb unserer offiziellen Sitzungen mit solchen Themen befassen müssen. Danke. Ja, vielen Dank, Roland Leisegang. Frau Rabinovic, Astrid Rabinovic ist Kreistagsabgeordnete hier im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Ja, Frank, das stimmt, aber außerdem bin ich auch seit der letzten Wahlperiode Gemeindevertreterin in Wiesenburg und habe sozusagen jetzt sozusagen die doppelte
Power einzubringen. Ne? Nur mal so viel. Also für mich war diese Veranstaltung vor allen Dingen eine Bildungsveranstaltung, wofür ich mich sehr herzlich bedanken möchte, weil man erst einmal sozusagen Zusammenhänge erkennen konnte, wie gesagt, Bildung in meiner Richtung, weil wenn man sich da nicht täglich mit beschäftigt oder so wie du den Antrag geschrieben hat und genau weiß, worum es gehen soll, war das eine sehr gute informative Veranstaltung und deshalb danke an die Akteure in dieser Richtung. Den Appell von Roland Leisegang hinsichtlich der Abgeordneten bzw. der Gemeindevertreter greife ich gern auf, bin noch gerne bereit, wie gesagt, mich da einzubringen, was natürlich bedarf, dass wir immer auf einem Level mitgenommen werden, dass wir auch verstehen, was da im Einzelnen passieren soll. Und deshalb auch finde ich sehr toll, dass es ein Bürgerbüro geben wird. Ich bin auch immer dafür, mit dem Bürger auch direkt in Kontakt zu kommen und dass der auch sozusagen sieht, was da im Einzelnen passiert, weil wir können nicht davon ausgehen, dass alle Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises digital so, ich sag mal, fit sind, dass sie da im Einzelnen alles verfolgen können. Also auch in der Richtung meine volle Unterstützung. Und dann bin ich natürlich genauso gespannt wie andere, was da so alles an Projekten rauskommt. Wir haben ja heute hier schon gesehen, ganz spontan, ne, kommen da schon ganz gute Sachen, die mich auch sehr interessieren. Vor allem ja auch dieses Gesundheitsprojekt. Und da bin ich einfach mal sozusagen gespannt, was wir da in den nächsten 2 Jahren noch so alles gemeinsam zusammentragen werden. Also nochmals vielen Dank, war super spannend heute. Danke. Ja, herzlichen Dank für die freundlichen Worte und natürlich auch herzlichen Dank für die Bereitschaft zur Mitwirkung. So, gut, ich meine, wir wären mit unserem Programm, den Dingen, die wir Ihnen vorstellen wollten, jetzt am Ende. Also insofern freue ich mich, wie Astrid Rabinowitsch gerade gesagt hat, dass wir also sowohl, was die Informationsgehalt der heutigen Veranstaltung betrifft, als auch die Einbindung und das Signal an Sie als Partner oder Interessierte geben konnten, dass dieses Projekt ein wirklich zukunftsweisendes für den Fleming sein kann, dass wir gerade im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen jetzt hier speziell Bad Wiesenburg, wie klingt das denn schön, oder? Zwischen Bad Belzig und Wiesenburg vielleicht einen Schritt nach vorne machen können, um auch unsere Gemeinden näher aneinander rücken zu lassen und die Verwaltung intensiver und enger zusammenzuarbeiten zu lassen und ein Signal auch an unsere assoziierten Projektpartner, beteiligt euch intensiv mit Ideen und Anregungen. Das richtet sich an alle, an das Krankenhaus Ernst von Bergmann, Oberlin, Reha-Klinik, an Regiobus, an die Stadtwerke, die BEWOG, die Kur GmbH und alle sonstigen. Lasst uns zusammenarbeiten, was da Kluges daraus machen. Die nächste Aktion wird von uns kommen. Wir werden Sie über die heutige Veranstaltung nachträglich informieren, Ihnen die Präsentation zur Verfügung stellen, den Link zu dem YouTube-Video zur Verfügung stellen und es wird sich anschließend sozusagen dieser Fragebogen, den wir noch entwerfen, wer will wo mitarbeiten, wie sind die Kontaktpersonen, wie erreicht man sie, dass wir also unser Netzwerk noch näher zusammenschmieden. Das wird also in nächster Zeit an Sie ergehen und dann hoffe ich, dass Ende März vielleicht die Information kommt, die Büro-Projektleiterin ist gefunden und eingestellt und wird dann die nächste Veranstaltung vorbereiten und sicherlich vielleicht sogar noch viel besser als ich. An dieser Stelle sei von meiner Seite herzlich gedankt allen, die an der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung mitgewirkt haben, all denen, die Anregungen gegeben haben im Projekt. Bleiben Sie alle schön gesund. Kommen Sie alle gut durch diese, ja. Oh, ich sehe eine Wortmeldung von Herrn Hennig. Aber lasse mich zum Ende kommen. Bleiben Sie alle schön gesund. Lassen Sie uns gut durch diese verrückte Zeit kommen, in der Hoffnung, dass wir uns bald wieder physisch sehen und treffen können. Und möchte noch jemand ein Schlusswort sprechen? Mein Bürgermeister vielleicht? Ah, doch. Aber das meiste habe ich ja vorhin schon gesagt. Wie gesagt, ich finde es sehr spannend. Ich möchte mich ebenfalls nochmal bedanken bei allen, die auch zugehört haben, die dieses Bildungsprogramm sozusagen, wer erstmalig so in die Runde gekommen ist, aufgesaugt haben. Und jetzt haben wir summa summarum alle ungefähr ein Bild, glaube ich, wo wir hinwollen, hin können. Und ja, herzlichen Dank für die Runde und alle weiteren Sachen werden wir sicherlich, sobald wir jetzt die
Projektleitung haben, dann weiter verfolgen und konstruktiver und noch viel mehr ins Detail gehen. Jetzt haben wir halt noch relativ viel Allgemeinplätze gehabt. Und für das allgemeine Bild, denke ich, ist es erstmal sinnvoll gewesen. Aber das Konkrete ist ja dann nachher das, was wir auch an die Bürgerinnen und Bürger rantragen wollen. Und für die machen wir das letztendlich. Ich glaube, das ist hier kein Selbstunterhaltungsprogramm, sondern es geht natürlich nicht um uns hier, ob nun Stadt oder Agenturen, also hier Digitalagentur oder, sondern es geht natürlich um unsere Bürgerinnen und Bürger. Und ich denke, da sind wir gemeinsam ganz gut aufgestellt. In dem Sinne wünsche ich bis zur nächsten Veranstaltung zum Zeitraum X eine gute Zeit. Genießen Sie die. Jetzt am Wochenende kommt viel Schnee. Der eine oder andere darf noch Skifahren, wenn er möchte. Und dann sehen wir uns in einem späteren Zeitraum wieder. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese Pandemie und danach sicherlich auch mal bei einem Kaffee oder Wasser, was auch immer für ein Getränk, der da vor uns steht. Vielen Dank und eine schöne Zeit. Tschüss.